Die Region Wolgograd liegt im Süden des europäischen Teils von Russland. Ihre Fläche beträgt 113.000 Quadratkilometer. 88.000 Quadratkilometer davon sind Agrarfläche. Die Einwohnerzahl liegt bei 2.600.000 Menschen. Die angrenzenden Regionen stellen einen potenziellen Markt von mehr als 33 Millionen Konsumenten dar. Auf dem Territorium der Region befinden sich große Industriebetriebe des Erdöl- und Brennstoffkomplexes, der Metallurgie, Verteidigungsindustrie, chemischen Industrie, Bauindustrie, Autoindustrie, Leichtindustrie und Nahrungsmittelindustrie. In der Region wurden Erdgas und Erdöl gefördert. Hier sind zahlreiche Bodenschätze konzentriert, darunter auch die größten Weltvorräte von Bischofit, Phosphorit, ionisierten Mineralwässern und Kalierzen. Dank der einzigartigen geografischen Lage an der Kreuzung der internationalen Transportwege Nord-Süd und West-Ost spielt Wolgograd unter den modernen geopolitischen Bedingungen die Rolle eines Hauptverkehrsknotens im Süden Russlands. Hier laufen bedeutende Eisenbahn-, Auto-, Luftwege und Rohrleitungen zusammen. Dank des Wolga-Don-Schifffahrtskanals trägt Wolgograd den Status eines Hafens von 5 Meeren. Die Region Wolgograd hat einen entwickelten Agrarkomplex. Natur- und klimatische Verhältnisse lassen den Anbau von Getreidekulturen, Sonnenblumen, Senf und Gemüse zu und auch Geflügel und Viehzucht werden betrieben. Von fast 9 Millionen Hektar der Agrarfläche sind 5,5 Millionen Hektar Ackerland. Darunter sind 2 Millionen Hektar Schwarzerde. Das schafft die Grundlagen für die erfolgreiche Entwicklung des Agrarsektors. In der Region fungieren über 3000 landwirtschaftliche Organisationen, etwa 5000 Farmbetriebe, 246.000 Privatbetriebe, 800 Betriebe beschäftigen sich mit der Primär- und Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Produktion. Über 1 Million Hektar werden durch Betriebsstrukturen von den großen Agrokonglomeraten bearbeitet. Dabei hat jedes über 100.000 Hektar Ackerland. Nach den erdklimatischen Bedingungen gehört die Region Wolgograd zu den Zonen der gefährlichen Landwirtschaft. Aber die aktive Einführung moderner feuchtigkeitsbewahrender Technologien zieht stabile Ernteerträge von Getreide- und Ölkulturen nach sich. Ihr jahresdurchschnittliches Bruttoeinsammeln beträgt 3 Millionen Tonnen. Bei günstigen klimatischen Bedingungen beträgt die Bruttogetreideernte über 5 Millionen Tonnen, die Ernte von Ölkulturen in Brutto etwa 700.000 Tonnen. Bezüglich der Getreideernte gehört die Region zu den ersten 10 Regionen Russlands, bezüglich der Ölkulturen sogar zu den ersten 5 Regionen. Die Region verfügt über große Getreidespeicherkapazitäten, Objekte der Primärverarbeitung von Getreidekulturen. Das erlaubt die Aufbewahrung großer Mengen qualitativ hochwertiger Agrargüter und günstigen Weiterverkauf der Ernte. Die Region Wolgograd ist ein Exporteur von Getreide- und Ölkulturen. Eine stabile Ernte von Getreide, Hülsenfrüchten und Ölkulturen, das Vorhandensein von Ackerland und überschwemmten Wiesen schaffen gute Bedingungen für die Entwicklung der Viehzucht. Moderne Technologien für Tierhaltung und Milcherzeugung werden eingeführt. In der Region befinden sich 37 Zuchtwerke und Zuchtproduzenten von Rindvieh, sowohl für Fleisch als auch Milcherzeugung. Zuchtwerke für Milcherzeugung gewährleisten Lieferungen hochqualitativer Milch für die Milchwerke vor Ort. Zurzeit werden bereits bestehende Schweinezuchtkomplexe renoviert und neue mit einer Kapazität bis 100.000 Stück pro Jahr gebaut. Die Geflügelzucht entwickelt sich erfolgreich. In der Region fungieren 4 Geflügelaufzuchtstationen. Ihre Gesamtproduktion von Eiern beträgt über 380 Millionen Stück. 3 Geflügelaufzuchtstationen produzieren insgesamt etwa 50.000 Tonnen Fleisch. Die Geflügelaufzuchtstationen werden unter der Prämisse der Qualitäts- und Quantitätserhöhung renoviert. Die ganze Palette der landwirtschaftlichen Produktion inländischer Betriebe ist in den Einkaufszentren der Region zu finden und stets nachgefragt. Unter den Einwohnern Wolgograds und der Region sind Importlebensmittel sehr populär. Sie werden in den großen europäischen Einkaufszentren verkauft.
In der Region Wolgograd werden föderale Programme für die Entwicklung des Agrarkomplexes aktiv realisiert. Die Melioration spielt eine bedeutende Rolle in der sozialwirtschaftlichen Entwicklung der Regionen des Wolgagebiets. Diese Richtung wurde systematisch aus dem regionalen und dem föderalen Budget finanziert. Zurzeit beträgt der Gewässerboden im Agrarkomplex etwa 179.000 Hektar. Im Wolgagebiet hat der Gemüse- und Melonenanbau Tradition. Dieses Territorium galt immer als russischer Gemüsegarten. Bykrowski-Wassermelonen sind im ganzen Land bekannt. Das Vorhandensein von Ackerland und sein Freisein von bodenverschmutzenden Industrieobjekten schaffen ideale Bedingungen für den Anbau ökologischen und umweltfreundlichen Gemüses. In der Region Wolgograd werden über 800.000 Tonnen Gemüse und 150.000 Tonnen Melonenkulturen jährlich angebaut. Die Fischzucht ist ebenfalls ein traditioneller Aquakulturzweig in der Region Wolgograd. In den Fischfabriken ziehen Ichthyologen Störjungfische auf und entlassen sie einmal jährlich in die Wolga, damit diese aussterbende Population erhalten bleibt. Die Region Wolgograd ist ein landwirtschaftlich begünstigtes Land, das zwischen der Wolga und dem Don liegt. Das ist ein einzigartiger Komplex. Die heilsame Luft der endlosen Steppen, an fischreiche Seen und Flüsse, Wälder und Auen. Zur Erhaltung der Natur der Wolga und des Wolga-Don-Zwischenstromlandes und zur Aufrechterhaltung der ökologischen Bilanz auf dem Territorium der Region Wolgograd wurden 7 Naturparks mit Gesamtfläche von etwa 1 Million Hektar in verschiedenen erdklimatischen Zonen geschaffen. Das Wolgograder Land ist freigebig und reich. Die Einwohner der Region streben nach Harmonie zwischen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit und der Umwelt. Alle Bedingungen für die Erzeugung der naturfreundlichen Produkte sind hier vorhanden. Große Ackerländer, Wasservorräte, 200 Sonnentage jährlich und fleißige Bauern. Die Region Wolgograd nimmt seit dem Jahr 2000 an der Weltagrarausstellung Grüne Woche in Berlin teil, wo sich alle Agrarier treffen, um Erfahrungen auszutauschen und die besten Errungenschaften im Bereich der Nahrungsmittelproduktion voneinander zu übernehmen. Die Region Wolgograd lädt zur gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit ein.